geht ab, Leute? Hier ist Tom. Das ist ein neues Spezialvideo zu eurem gewünschten Thema. Wie kürze ich meine Lenker? Wie kürze ich meine Fork richtig? Worauf muss ich achten? Und das Ganze, das seht ihr jetzt. Viel Spaß damit! So, als erstes fangen wir damit an, was wir alles für unsere Kürzungsaktionen brauchen. Natürlich braucht ihr, um eure Lenker oder Forks zu kürzen, eine Säge. Wichtig ist hierbei, dass ihr ein vernünftiges Sägeblatt habt und natürlich eine Metallsäge benutzt. Keine Fuchsschwanzsäge für Holz oder ähnliches. Falls euer Sägeblatt kaputt ist, könnt ihr euch auch noch neue kaufen aus dem Baumarkt. Achtet darauf für Metall. So, ihr braucht einen Stift und natürlich einen Zollstock, um auch eure Maße richtig anzugeben. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir fangen mal mit dem Lenkerkürzen an. Und zwar könnt ihr euren Lenker natürlich in der Breite und in der Höhe kürzen. So, das Ganze ist an sich nicht schwer, aber trotzdem gibt es ein paar Sachen, auf die ihr achten solltet. Als erstes müsst ihr natürlich ausmessen, zack, 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 mit einem Zollstock, wie breit ihr euren Lenker haben möchtet. So, oder wie hoch. Das geht ganz leicht. Ja, habe ich nichts zu mir festzuhalten, Mann. Ihr könnt einfach mit einem Zollstock euch natürlich auf beiden Seiten gleich markieren, wie weit ihr ihn abgesägt haben wollt. Sagen wir, ich habe einen 60 cm breiten Lenker und möchte ihn auf 54 haben, dann muss ich auf jeder Seite 3 cm absägen, weil 3 plus 3 macht 6 plus 54 macht 60, also ist eigentlich logisch. Immer auf jeder Seite gleich viel absägen. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, diesen Lenker, ich nehme mal dieses Stück hier, das ist ein bisschen leichter zu erklären, zu kürzen. Sagen wir, ich möchte das Ganze 3 cm kürzer haben. Ich habe nicht so breite Arme, bin dünn gebaut. Ihr könnt euch dann mit eurem Stift einfach bei 3 cm eine Markierung setzen. So, dass man das schön sieht. Und dann entspannt ihr das Ganze in dieses Gerät da hinten ein. Zack. Das ist ein Schraubstock. Ich empfehle euch, eure Parts auf jeden Fall beim Sägen im Schraubstock einzuspannen. Anders geht's gar nicht, weil ihr übt dabei so viel Druck auf das Ganze aus, dass das sonst verrutscht. Wichtig hierbei ist auch, dass ihr den Part, den ihr sägen wollt, gerade einspannt. Das ist wichtig. Nicht, dass der Lenker nachher so hängt oder so. Der sollte schon extremst gerade sein. Warum? Das erkläre ich gleich. Denn wenn ihr sägt und euer Part hängt da schief drinne, passiert Folgendes, was fast unmöglich ist zu vermeiden. Aber wenn ihr das richtig gerade einspannt, überprüfen, könnt ihr sonst auch mit einer Wasserwaage überprüfen. Das sieht aber schon ganz schön aus. So. Es ist wichtig, gerade zu sägen. Und zwar sägen wir. Na, ich hol euch mal ein Tickchen dichter. Entschuldigung. Aber man soll ja auch alles gut erkennen. So, Säge ansetzen. Mit eurem Metallsägeblatt und nach vorne Druck ausüben. Beim nach vorne schieben übt ihr Druck aus. Nach hinten führt ihr sie noch leicht in der Führung. Nach vorne Druck. 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 So, beim Sägen nicht die Finger absägen, Leute. Wichtig. Zieht euch sonst Arbeitshandschuhe an, was weiß ich. Fragt euren Vater, ob er das mit euch macht, oder eure Mutti oder euren Kumpel. Wichtig beim Sägen ist, dass ihr möglichst gerade absägt. Deswegen auch das gerade Einspannen. Je gerader es wird, desto weniger Arbeit habt ihr danach. Druck. Immer mal gucken. Gerade sägen. Druck. 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 So. Zack. Das ging gut. Und ihr seht auch schon, das, was ich abgesägt habe. Fokus. Fokus. Hallo. Mach mich scharf. Will er nicht? Ah, jetzt. Ist. So, ist schön gerade. Ihr seht, das ist echt eine gute Fläche geworden. Aber ein bisschen ist es doch noch schief. Was macht ihr jetzt? Ihr spannt euren Lenker so ein. Zack. Kann man das erkennen? Dass die Fläche, die ihr feilen wollt, nach oben zeigt.
So, das sieht gut aus. Kann man das auch da sehen? Könnt ihr sehen, ich habe mein Rohr wieder eingespannt, mein Lenker. Frisch abgesägt. Vorsichtig, es ist hier scharf. Daran schneidet ihr euch. Das nennt man Grat, der beim Sägen entsteht. Und da seid ihr bitte vorsichtig mit. Und Alter, warum funktioniert die Kamera hier? So, jetzt. Ah, perfekt. So, das wird da oben scharf. Es entsteht ein Grat. Den wollt ihr wegkriegen. Ihr wollt aber auch, dass euer Lenker gerade wird am Ende. Das heißt, ihr schaut so ein wenig. Okay, da ist er schief so. Und fangt an. Den mit einer Metallfeile, ihr benutzt eine Metallfeile, vorne Hand drauf, Druck beim nach vorne ziehen, leicht zurück. Druck beim nach vorne schieben, leicht zurück, wie eine Säge. Ihr feilt das möglichst gerade. So, gucken hier noch hinten ein bisschen. Um das zu überprüfen, könnt ihr ganz einfach eine glatte Fläche nehmen. Schauen wir mal kurz, hier haben wir unser Dönerspieß. Raufhalten und dann seht ihr, ob der schon gerade ist oder ob das noch nicht gerade ist. So. Hier noch ein bisschen weiter. Das sieht doch schon ganz gut aus. Wichtig ist noch, wenn ihr damit fertig seid, einmal rundum den so leicht anzuschrägen. Das ist extrem wichtig und echt für eure Sicherheit auch. Denn es entsteht eine scharfe Kante. Und wenn ihr da mal, falls ihr keine Barends fahren solltet, mit eurer Hand gegenkommt, ich schwöre euch, ihr seid tot. Also das reißt eure kompletten Hände auf. Deswegen das Ganze schön abfeilen, auch von innen. Ja, an die Experten, ich habe hier keine Rundpfeile, Snake Man hat die irgendwie versteckt. Ihr könnt hier natürlich mit einer runden Pfeile auch von innen das abfeilen, das ist auch wichtig. So, schön den Grat wegmachen. Dann könnt ihr mit eurem Finger mal so vorsichtig tasten, wo noch scharf ist. Zack. Das sieht auch super aus. Und zack, zara, habt ihr euren Lenker. Perfekto gerade abgekürzt. Super. Das war der Lenker. Natürlich zählt es gleich für die lange Seite vom Lenker. Genauso. Markieren, wie viel ihr absägen wollt. Gerade absägen, nachfeilen. Punkt aus. So. Das war's zum Thema Lenker. Alter, habt ihr schon meine coolen Griffe gesehen? Yeah, Claudius. Jetzt zoome ich nochmal hier raus. Wir wollen uns als zweites mit dem Kürzen der Fork beschäftigen. Das ist nicht so leicht wie das Lenkerkürzen, Kinder. Denn die meisten und neuesten Forks haben ein integriertes Gewinde. Könnt ihr hier sehen. Nur Forks, die auf ICS fahren, das heißt, wo ihr hier unten eine Scheibe drin habt oder eine Schraube von unten nach bis hier oben durchgeht, die könnt ihr kürzen. Ihr könnt Forks kürzen, wo hier eine Starlet eingeschlagen ist, einfach weiter reinschlagen und dann das Stück oben absägen. So, jetzt aber das Problem, ich fahre MGP, meine Fork ist zu lang. Ja, was tun, Leute, was tun? Folgende Lösung gibt es. Deckspacer. Deckspacer. Das ist die Lösung. Passt mal auf, ich bin sofort da. Wir haben hier ein Maui & Sons Deck. Ein Deck. So. Und ja, haben wir uns neu gekauft heute bei Stunt Scooter. Super, freuen uns schon. Fork rein. Headset-Kappe rauf. Ist zu lang. Ist zu lang. Mein SCS kann nicht greifen. So. Tipps von mir. Deckspacer. Deckspacer. Deckspacer sind die Lösung. Also, wir haben unser Maui & Sons Deck. Gerade brandneu. Merken, stecken unser SCS drauf. Und merken, dass die Fork innen zu lang ist. Gleiches gilt natürlich für HIC. Da kann die auch zu lang sein, die Fork. So, was tun? Nicht verzweifeln, Tom Luca fragen. Wieder ab. Natürlich Top Cap nicht vergessen. So sieht das Ganze aus. Super. Was tun? Bei stuntscooter.de gibt es zu kaufen Deckspacer, yeah! Wir haben Deckspacer,
in verschiedenen Farben und Größen. Yeah! Hier gibt's meist eh im Set zu kaufen. Hier haben wir zum Beispiel so einen blauen oder so einen silbernen. Ne? Das sind einfach so Ringe, die auf eure Fork passen. Zack. 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 So, bla bla blub, bla blub. Super schön. Und dann. Zack. Kommt euer STS oben rauf. Ja, ich weiß, es sieht nicht sehr super schön aus, aber das ist die einzige Lösung, meine Freunde. Das ist eine gute Lösung. Wenn natürlich, wenn ihr echt so Parts habt, die ihr zusammen fahren wollt, wo es nicht anders passt, dann müsst ihr es so machen. Ich würde es jetzt nicht so schlimm finden, aber ja, jetzt könnt ihr nämlich sehen, auch drinnen habt ihr genug Platz da, seht ihr das? Einmal Photoshop reinzoomen. Dass ihr euer SCS benutzen könnt mit der Fork. Und ja, das sind die Deckspacer. Falls ihr euch keine Deckspacer leisten könnt, könnt ihr auch, wenn ihr Glück seid, Glück habt, alte Topcaps nehmen. Eine Topcap, noch eine Topcap. Dann habt ihr irgendwann so viele Topcaps, zack, passt auch, funktioniert auch. Das war Forkkürzen, ne? Also, wer denkt hier, dass sowas funktioniert oder sowas, der liegt falsch. Also das hier ist echt nur ein Joke, ein Test. Fork am besten nicht kürzen. Lenker ja. Aua. 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 Mit Deckspacers habe ich, ne? Das war's von mir. Ich habe eure Kommentare gelesen. Ich sehe, da sind noch mehr Sachen. Deckkürzen und so weiter und so fort. Kümmere ich mich drum, mache ich alles noch. Ich kann natürlich nicht jetzt 100 Videos am Tag machen. Ich bin auch nur ein Mensch. Also, wenn ihr das Video seht, dann in 2 Wochen kommt gleich das nächste raus. Ihr könnt ja nochmal, wenn ihr jetzt einen extra Wunsch habt, so, ey, mein Deck muss ich jetzt kürzen, ich weiß nicht, wie es geht, dann schreibt es nochmal hier runter unter das Video. Wegkürzen, blablabliblablub, Headset wechseln und am besten nochmal genau schreiben, was dabei euer Problem ist, dann kann ich genau auf diese Punkte eingehen und euch genau das erklären, wo ihr dran scheitert. Das war unsere, was weiß ich, wievielte Episode des Spezialvideos. Ich hoffe, ihr habt mal wieder was super Tolles gelernt und ich hoffe, dass nächste Woche Snakeman wieder dabei ist. Yeah, Snakeman, unser Profi, 6 Newtonmeter. Peace, das bin ich, das ist Tom, das ist H-Tons Scooter News Magazine und wir sehen uns beim nächsten Mal.